Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung präsentieren wir Ihnen eine Abschiedsfahrt aus dem Jahr 1999, die letzte Fahrt eines Dampflokführers. Beginnen wollen wir aber ganz aktuell mit einer Hightech-Dampflokomotive. Das, liebe Zuschauer, ist kein Widerspruch. Nach 27 Monaten Um- und Neubau steht sie endlich unter Dampf. Die modernste Dampflok der Welt. Ihre exakte Bezeichnung 528055 NG. NG steht für neue Generation. Neu ist nicht nur die Technik, sondern auch das Äußere. Die Lok soll künftig den Orient Express ziehen. Die Lok der Eisenbahnfreunde Zollernbahn wurde von der Winterthur Sulzer Winpro AG, der ehemaligen schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM, vollkommen modernisiert. Schwachpunkte der alten Güterzuglok, wie etwa Wartungsarbeiten an den Lagern, sind beseitigt. Durch den Umbau können nun die Unterhalts- und Betriebskosten gesenkt werden. Auch der Schadstoffausstoß ist stark vermindert. Statt mit Kohle wird die Dampfmaschine nun mit Heizöl extra leicht angetrieben. Schwarzen Ruß und Rauch gibt es nicht mehr. Aber noch mächtig Dampf. Den typischen Schwefelgeruch sucht man vergeblich. Mit dem Wirkungsgrad hat sich auch die Leistung verbessert. Von 2100 PS vor dem Umbau auf jetzt 3000 PS. Ein Blick zurück. Im Januar 1997 ist das Gespann Triebwagen-Dampflok zwischen Winterthur und Romanshorn auf Messfahrt. Der Umbau der 52 ist ein Pilotprojekt. Niemals zuvor wurde eine Normalspurlokomotive auf diese Art modernisiert. Im Loki-Atelier der SLM ist die Dampflokomotive ein Dreivierteljahr später total zerlegt. Wie hier der Führerstand, werden rund 50% der Teile neu gebaut oder zumindest stark modifiziert. Eine wichtige Neuerung, die Treibstangen werden leichter, der Massenausgleich damit verbessert. So wird der Fahrkomfort gesteigert. Später soll sogar eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 100 km/h möglich sein. Außer den Radkreuzen bleibt auch beim Fahrwerk nichts mehr beim Alten. Wartungs- und umweltfreundlich, fettgeschmierte, abgedichtete Rollenlager an den Achsen und Stangen anstatt der ölgeschmierten Gleitlager. Neue Radreifen sorgen für mehr Sicherheit. Optisch die auffallendste Neuerung, der isolierte Kessel. Er bleibt nun über Nacht warm und muss nicht mehr jeden Morgen neu angeheizt werden. Im Herbst 98 ist die neue Ökolok nahezu zusammengebaut. Augenfällig der neue Öltank auf dem Tender. 11. März 1999. Endlich ist es soweit. 528055 mit einer Anhängelast von 1000 Tonnen auf der Strecke zwischen Frauenfeld und Romanshorn. Die erste Versuchsfahrt unter Volllast nach Umbau und Revision. Wir befinden uns hier im Führerstand der umgebauten 528055. Sie sehen hier den Bedienungsteil für den Lokomotivführer, Regler, Steuerung, die Bremsarmaturen. Das ist klassisch, wie es eigentlich gewesen ist. Dann die beiden Wasserstände haben wir umgebaut, Klingerwasserstände, Kesselmanometer, dann die Bremsleitungsmanometer. Auf der drüberen Seite ist der Heizerstand, da ist der wesentliche Unterschied, dass wir nun mit einer Heizöl-Extra-Leichtfeuerung fahren. Die ist sehr einfach zu bedienen. Die körperliche Betätigung des Heizers, also das Kohleschaufen, entfällt. Und man kann mit einem Drehen des Potentiometers die Feuerungsleistung verstellen. Noch sagt man es nicht laut. Die Maschine kann künftig auch im Einmannbetrieb gefahren werden. Der Heizer wird überflüssig. Ob der Dampfantrieb allerdings einen zweiten Frühling erleben wird, bleibt abzuwarten. Im Sonderzugverkehr muss die modernste Dampflok der Welt ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit erst noch unter Beweis stellen. Die Dampflok 528055 NG hat in Deutschland damals leider keine Zulassung bekommen. Deshalb
wurde sie in die Schweiz verkauft und da ist sie heute noch unterwegs. Und jetzt, liebe Zuschauer, kommen wir zu unserem Hauptteil. Es geht um die Abschiedsfahrt des Dresdner Dampflokführers Hans-Jürgen Guder, den alle Welt nur Johann nennt. Im März 1999 ging Johann auf seine letzte Dienstreise. Fernstrecke Dresden-Berlin. Ein letztes Mal lässt Lokführer Hans-Jürgen Guder seine 03001 mit Volldampf Richtung Hauptstadt fahren. Der Abend vor der letzten Fahrt. Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt. Hier hat Hans-Jürgen Guder fast sein ganzes Berufsleben lang seine Loks in Empfang genommen. Im Ringlokschuppen 1 standen sie. Heute ist der Schuppen Außenstelle des Verkehrsmuseums Dresden. Erinnerungen. Direkt in Altstadt habe ich angefangen als Lehrling im dritten Lehrjahr am 1.4.1960. Hier haben wir immer Dienstbeginn gehabt, 01, 03, beziehungsweise dann die 22er und die 23er. Das war an und für sich das erste Haus, das HOC von der Eisenbahn, weil da bei uns in Dresden die Schnellzugmaschinen standen. Das HOC, Eisenbahnersprache. Drei große angetriebene Achsen, also Achsfolge C, war das Synonym für die eleganten Renner auf den Fernstrecken. Guder fuhr hauptsächlich Schnellzüge, am liebsten mit Dampf, bis die Elektroloks kamen und die Dampfloks verdrängten. Ja, selbst hat sich das geändert am 24.09.1977. Da habe ich den allerletzten Schnellzug gefahren. Das war damals der Meridian, kam von Malmö und ging nach Bar an der Adria. Und seitdem ist das erste Haus dann, man kann sagen, für die Dampfloks verwaist gewesen. Bisher ein paar Einsätze, die wir praktisch als Nostalgiefahrten damals bestritten haben. Das Haus, ich würde sagen, verbindet mich noch an für sich an viele Sachen. Aber wie ich jetzt nur ansehen muss, wie das so nach und nach von oben runter nach unten schlechter wird, das macht schon ein bisschen betrieblich. Der Schuppen steht zwar unter Denkmalschutz, doch das Dach zerfällt. Alles hier steht noch für die Dampflokzeit, an die sich auch Guder noch am liebsten erinnert. Verklären will er nichts. Es war eine harte Arbeit. Aber die Bahn hatte früher einen anderen Stellenwert. Und hier herrschte damals Hochbetrieb. Ja, zu meiner Zeit hier, wo ich angefangen habe, also es war ja unendlich. Selbst an der Kohle haben wir Schlange gestanden. Dann das Ausschlagen, das Wasser nehmen. Also ging ja immer eine halbe, dreiviertel Stunde drauf. Da kann man sich ja vorstellen, wenn alle Viertelstunden eine Maschine reinkommt, dass sich das dann gestaltet. In den Nachtzeiten hier, da könnte man mal schnell durchhuschen. Also war in der dreiviertel Stunde war es vergessen. Aber es gab auch Spitzenzeiten hier, wenn früh die ganzen Schnellzüge kamen, einer von Berlin, einer von Leipzig, der Postzug von Reichenbach im Fürchtland und dann noch die Gliederzugmaschine, eventuell Hilbersdorf mit ihrer 44er. Also da war Stoßzeiten, da war hier Leben drin in der Bude. Als die Loks noch Wasser tankten, wurde vom Lokführer auch Geschicklichkeit gefordert. Was eine Maschine leisten konnte, wenn schwere Züge in engen Fahrplänen steckten, hing auch von ihm ab. Es waren äußerst knappe Fahrzeiten in den letzten 3-4 Jahren. Wenn ich das jetzt angucke, wenn ich mit der E-Lok gefahren bin, dass wir mit der E-Lok bloß 9 Minuten kürzere Fahrzeit haben. Und mit den Lasten, die wir damals dran hatten und die wir heute dran haben, also ist ein himmelweiter Unterschied. Wir haben ja damals Planlasten gehabt von 600 Tonnen, sprich bei den internationalen Zügen 13 Wochen. Und jetzt fahren wir mit 6-7 Wochen 30 rum, mit einem IC oder EC. Das ist überhaupt kein Vergleich. Also zu unserer Reichsbahnzeit war das oberste Gebot, die Planlok zu nehmen, weil jede Maschine ihre Eigenheiten hat. Und wir haben immer zugesehen, dass wir unsere Planlok hatten. Es gab bei uns eine Brigade, waren 3 Lokführer und 3 Heizer. Und da war der Umlauf und hat immer, wenn es ging, seine eigene Maschine gehabt. Die Überbleibsel im BW werden nur noch bei Nostalgiefahrten genutzt.
Am Tag vor der letzten Fahrt wird selbst der Stau am Kohlekran zur schönen Erinnerung. Das ist die Kaffeemühle. Wenn der große Kran mal kaputt gewesen ist, mussten wir uns hier einreihen. Und in den Greifer, da ging er wesentlich weniger rein als wie in den großen. Da kam das schon zur Schlangenbildung. Kohle bunkern und Wasser fassen. Damit endete früher der Arbeitstag eines Lokführers. Das Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt war eines der großen BWs in Sachsen. Und wer von hier aus im Schnellzugdienst nach Berlin eingesetzt war, der gehörte zur ersten Riege unter den Lokführern. Nur wenige konnten den Kontakt zur alten Zeit noch halten. Hans-Jürgen Guder aber durfte mit einigen Kollegen aus seinem Alltagsdienst ab und zu ausbrechen und auf Nostalgiefahrten Dampf schnuppern. An seinem letzten Arbeitstag haben Kollegen noch einmal eine Dampfsonderfahrt für ihn organisiert. So, Morgen, Hans-Jürgen. Ich übergebe dir hier mit deinem Sonderzug. Ich wünsche dir gute Fahrt, Allzeit, viel Gesundheit. Das war alles gut, wir letzten Mal. Das Wetter spielt ja auch gut. Der Zug ist fertig, Bremsprobe in Ordnung. Auf dem Führerstand treffen sich die alten Kollegen. Auf dem Bahnsteig haben sich einige hundert Eisenbahnfans eingefunden. Gudern ist in den letzten Jahren in ganz Deutschland mit seinen Dampfloks herumgekommen. Für viele regelmäßige Teilnehmer an Sonderfahrten ist der Sachse zu einer festen Größe in der Szene geworden. Noch einmal prüft der Lokführer seine Maschine. Sind die Lager gut geschmiert? Selbst überflüssiger Bremssand stört den Puristen. An so einem Tag ist alles ein wenig anders. Da steht nicht irgendeine Lok, es ist seine alte Planlok und der gehört noch einmal alle Aufmerksamkeit. Josef und ich möchten im Namen einer vielen ehemaligen und noch herzlichen Kollegen aus dem aktiven Geschäft dir zu deiner letzten Fahrt heute hier alles Gute wünschen. Noch ein Blick auf alle Armaturen. Die Steuerung wird für die Ausfahrt eingestellt. Nach all den Jahren Routinen entgeht Gude allerdings ein kleiner Schabernack der Kollegen nicht. Höchstgeschwindigkeit 80, eine Frechheit. Seine 03 ist eine Schnellzuglok, kein langsamer Güterzugschnaufer. Das richtige Schild ist natürlich zur Hand. 120 Kilometer pro Stunde darf die Lok fahren. Guder will das zur Feier des Tages noch einmal ausreizen. Wieder Qualm belegen. Ja. Dampf, kein Qualm. Jetzt wird es langsam ernst. Ein letzter Blick vom Führerstand in seine Bahnhofshalle. Die meisten Fans sind im Zug, die Ausfahrt ist freigegeben. Ab vorn. Thank you.
Von Dresden Hauptbahnhof führt die Strecke in weitem Bogen durch die Stadt. Hier hat die Eisenbahn lange Jahre das Bild geprägt. Jetzt liegen einige Flächen brach. Das barocke Panorama Dresdens. Über 35 Jahre lang hat er es fast täglich genossen. Langweilig war das nie. Wenn der Zug das Stadtgebiet verlassen hat, wird kräftig Dampf gegeben. Auch heute ist der Fahrplan eng. Die Strecke nach Berlin ist dicht befahren. Die planmäßigen Intercities müssen auf die Strecke. Guda ist das Recht. Bummelzüge ist er nie gefahren. Für die 03 ist der Sonderzug ein Kinderspiel. Nur vier Wagen zieht die Lok mühelos mit Höchstgeschwindigkeit. Die Eisenbahnfans sind begeistert. Ist der Zug noch im Plan? Manch penibler Enthusiast weiß das besser als der Lokführer. Und natürlich, Guda ist nicht nur im Plan. Eine Minute schneller als nötig ist er auf der Strecke. Sorgsam sind die Streckenkilometer schon auf dem Block eingetragen. Immer, wenn ein Kilometertäfelchen am Masten auftaucht, wird die Zwischenzeit genommen. Ob die Bahn AG selbst je so genau die Zeiten misst? Die Rekorde, die hier aufgestellt werden, wissen wohl nur wenige zu schätzen. Der Dampfgenuss ist eine besondere Leidenschaft, deren Anhänger es nicht in den Sitzen im Abteil hält. Nur wer die Nase in den Fahrtwind hängt, kann dem wahren Erlebnis teilhaftig werden. Knapp über 2 Stunden braucht der Schnellzug von Dresden nach Berlin. Eigentlich viel zu kurz für die Fans. Sie hätten auch länger am Fenster ausgeharrt. In Berlin-Lichtenberg angekommen, heißt es wieder Vorräte ergänzen. Guda ist gut gelaunt, die Fahrt lief ausgezeichnet. So mitten im Geschehen scheint der Abschied doch nicht ganz so nah. Das Wasserfassen ist hier leider nicht mehr stilecht. Doch auf Sonderfahrten hat man sich daran gewöhnt, mit einem Feuerwehrschlauch Vorlieb zu nehmen. Statt am Wasserkran steht die Lok bei einem Hydranten. Rund eine Stunde dauert es, bis der Tender sich mit Wasser gefüllt hat. Früher ging das in einer Viertelstunde. Wieder muss die Lok abgeölt werden, die letzten Streicheleinheiten vor der Rückfahrt. Der Lokführer hoch oben auf dem Umlauf. Auch wenn es heute romantisch scheint, ein Zuckerschlecken war die Arbeit auf der Dampflok nie. Die Drehscheibe gibt es noch in Lichtenberg. Die 03001 ist bereit, sich wieder an den Zug nach Dresden zu setzen. Bei Ausfahrt Eisenbahnergespräche. Die Flachstelle im Tender haben wir erwischt, durch Magneten, verkehrt gelegen, weißt du? In der Erde frei gehabt, lieber weg, mit der Magnet zu kurzer Kontakt, weißt du? Jo. An seine erste Fahrt nach Berlin in den 60er Jahren kann sich Guda noch gut erinnern. Es war mit der 03206. Der kam von Prag und ging nach Berlin. Das war schon ein erhebendes Gefühl. Wenn man das erste Mal auf so einer, allerdings war schon Anwärter gewesen, auf der linken Seite stehe, auf so einer Schnellzuglok. Zum 1050. Mal fährt er nun schon Berlin-Dresden. So hat er es sich gelegt, dass seine Lieblingsstrecke auch seine Abschiedsstrecke wird. Erlebt hat er viel. Viel Aufhebens macht er davon allerdings nicht.
Auch von seinem Husarenstück erzählt er nur nebenbei. Einmal bei voller Fahrt musste er aus dem Führerhaus auf den Umlauf klettern und eine Luftpumpe mit ein paar Hammerschlägen wieder gangbar machen. Nicht gerade Lokführeralltag, aber das gehört eben dazu. An der Strecke ist Lokführer Guda bekannt, auch wenn viele Bekanntschaften eher im Vorbeifahren gepflegt werden. Der Traumberuf Lokführer kann auch einsam sein. Auf der Dampflok ist man zwar zu zweit und heute haben sich gleich mehrere Kollegen dazugesellt, doch reden kann man nicht viel. Es ist einfach zu laut. Der Kessel gibt seine volle Leistung. Die 03001 fährt Höchstgeschwindigkeit. Die Strecke nach Dresden ist fast schnurgerade. Jetzt heißt es einfach nur, der Maschine freien Lauf lassen. Ein Vergnügen, wenn man den Dampfzug von außen sieht, auch wenn es nur kurz ist. Allmählich kommt auf dem Führerstand doch eine wehmütige Stimmung auf. Dresden ist nicht mehr fern und der Zug rast schneller seinem Ziel entgegen, als allen Beteiligten lieb ist. Johanns letzte Fahrt geht dem Ende entgegen. Noch einmal vorbei an den weiten Feldern, die der Lokführer fast alle im Schlaf aufzählen könnte. Noch einmal macht er den Regler auf und lässt die Maschine laufen. Das Feuer brennt kräftig. Doch allzu viel Dampf muss die 03 nicht mehr machen. Dresden-Neustadt ist erreicht. Der letzte Halt vor Dresden Hauptbahnhof. Gefühlvoll bringt Guda den Zug zum Stehen und er legt auch sein ganzes Feingefühl in die letzte Ausfahrt mit seinem Zug aus einer Bahnsteighalle. Satt auf den Zulaufstrecken zum Hauptbahnhof. Da gibt es auch einen Gruß vom parallel einfahrenden Nahverkehrszug. Und auf der Lokführerseite entdeckt Guder eine eigens für ihn angeheizte T3. In den Dresdner Hauptbahnhof auf dem Führerstand einer Dampflok einzufahren, war einmal der Traum von Hans-Jürgen Guder. Über 45 Jahre ist das her. Lokführer war für Guder ein Traumberuf. Aufgewachsen ist er in der Nachbarschaft einer Kleinbahn. Und in der Familie gab es natürlich auch Eisenbahner. Nach der Schule lernte er Lokschlosser. Der weitere Weg war vorgezeichnet. Erst Heizer, dann Lokführer. Von der kleinen Rangierlok der Aufstieg zum Führer von Schnellzugloks. Dann die begehrten Einsätze vor internationalen Zügen. Die Einfahrt nach Dresden wurde vom Traum zum Alltag. Und der beginnt sich auf den letzten Metern der letzten Dienstfahrt schon zu verklären. Danke dir für die schöne Fahrt. Herzlichen Dank, wir bedanken uns. Und wünschen dir alles Gute. Es war noch mal spitze. Einmalig. Ich kenne keinen, der es so gut macht. Doch. Nee, es war wirklich gut. Jetzt gehst du mal runter, tust du mal hier den Glückwünsche empfangen. Ja. Einmal muss Schluss sein. Es war doch mal eine schöne Fahrt. Nee, ich brauch sie dann noch. Hoffentlich hat es euch gefallen. Der Traumberuf vom Lokführer hat sich erfüllt. Und trotz des Alltagstrotz hat Guder sich in über 35 Berufsjahren die Leidenschaft für den Job am Regler erhalten. Jetzt wird er 57 und geht in Ruhestand. Hat er vielleicht doch genug vom Eisenbahnerleben? Der Lokführer wird bei dieser Frage ein wenig einsilbig.
Mit der Bahn ist er groß geworden. Sie ist für ihn mehr als nur Beruf. Die moderne Bahn, die eine Aktiengesellschaft geworden ist, ist nicht mehr die seine. Begriffe wie Marketing und Management sind ihm fremd. Und die Tatsache, dass der Lokführerkollege, der einen Güterzug fährt, plötzlich in einem ganz anderen Betrieb namens DB Cargo arbeitet, schmeckt ihm nicht. Guders Leidenschaft gehört der Eisenbahn, nicht einem Unternehmenszweig eines Konzerns, der für sich trotz Subventionen den Zauber des Shareholder-Values entdeckt hat. Baureihe 03 sagt ihm einfach mehr als das Wort Bilanzsumme. Der Lokführerarbeitstag endet, wie er begann, mit der Versorgung der Lok. Während die Rauchkammertür geöffnet wird, geht der Lokführer wieder um die Maschine und prüft, ob alle Lager in Ordnung sind und ob es im Gestänge feine Risse gegeben hat. Sicherheit ist an diesen Maschinen noch mit dem Hämmerchen zu prüfen. Hightech, die der Lokführer nicht mehr überschauen kann, gibt es nicht. Rund eine Stunde hat zu Dampflokzeiten die Mannschaft sich nach der Fahrt noch um die Lok gekümmert. Rauchkammer vom Ruß befreien, Vorräte ergänzen. Letzteres fällt heute nicht an. Denn am nächsten Morgen treten weder Guder noch seine 03 den Dienst an. Der Lokführer ist zum letzten Mal mit seiner Maschine zufrieden. Ausgezeichnet, dieser Garant. Wunderbar. Wie in alten Zeiten. Trotzdem, dass er nämlich schon 25 Jahre älter geworden ist. Ich weiß, wenn wir wunderbar Wasser geschafft, ruhig gelaufen, ganz gut. Es könnten noch ein paar Wochen mehr dran sein. Es war eine gute Fahrt. Eisenbahnzeit ist endgültig vorbei. Gibt es auch kein Zurück mehr. Das, liebe Zuschauer, war Johanns letzter Dienst im März 1999 und das war auch Eisenbahnromantik. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.